Wir haben noch eine Rechnung offen. Es gibt noch einen offenen Punkt, der sich jetzt über die Jahre so ein bisschen vor sich hingezogen hat, stillschweigend im Hintergrund lauernd. Und es betrifft den Yesterchips Amiga 2000. Wer die Maschine noch nicht kennt, der sei dazu eingeladen, gerne mal die Bridgeboard-Playlist durchzuschauen. Darin geht es nämlich zum einen um den Aufbau eben jenes Amiga 2000B und auch um das Bridgeboard, das hier drinnen funktioniert. Für alle anderen ganz kurze Zusammenfassung: Commodore Amiga 2000B mit einer Commodore A2630 Turbokarte und Bigram-Erweiterung aus dem Hause Individual Computers. Es ist ein IDE-Festplattencontroller drin verbaut, welcher genau, weiß ich nicht mal. Viel wichtiger ist aber, dass wir hier drin von Vortex eine Golden Gate 486 SLC2 Brückenkarte drin haben. Ja, und was ist eine Brückenkarte? Was ist ein Bridgeboard? Ebenfalls nochmal ganz kurz. Das ist eine große Steckkarte, die im Amiga sowohl einen Zorobus-Steckplatz als auch gleichzeitig inline einen ISA-Steckplatz okkupiert, einen IBM-kompatiblen PC beinhaltet mit eigenem Prozessor, mit eigenem Arbeitsspeicher und verschiedenen anderen Controllern. Großer Unterschied zwischen den Commodore Bridgeboards und den Vortex Golden Gates ist es unter anderem, dass bei den Commodore Bridgeboards, wie bei einem ganz normalen PC auch, das BIOS auf der Karte drauf mit verbaut ist. Kennt man von den PCs ja so auch. Anders bei den Golden Gates, die haben ihr BIOS mehr oder weniger als Software abgelegt, als Datei auf der Amiga-Seite. Ja, so weit und so gut. Und was ist da jetzt das Thema damit? Naja, an der Stelle ist ein bisschen Schwarmwissen gefragt. Es gibt nämlich folgendes Phänomen. Wie ihr schon hört und vielleicht auch seht, wenn auch sehr klein, hier läuft ein altes, aber sehr bekanntes und ach, geliebtes Spiel von id Software, Doom Teil 1. Es ist das Jahr 2023. 1993 kam das Spiel raus. Mein Lieber, alles Gute zum 30. kann man hier wünschen. Es hätte jedes andere Programm sein können, welches irgendeinen dauerhaft anstehenden Prozess hat. Ich habe das hier als Beispiel jetzt mal genommen, weil wir hier diese wunderschöne Hintergrundmusik hören. Die läuft und läuft und läuft, wie sich das gehört. Alles auf Bridgeboard-Seite, alles auf der PC-Seite. Die Grafikausgabe erfolgt über eine eigene VGA-Grafikkarte mit eigenem PC-Monitor. Die Soundausgabe kommt aus einer Soundblaster-Karte. Also der Übergang zwischen der PC-Welt und der Amiga-Welt ist wirklich hier nur aufs Minimalste reduziert. Es muss sich keine Grafikinformation durchquetschen. Es ist alles sehr, sehr entspannt. Und wer die Golden Gate Bridgeboards kennt, der weiß auch, dass sie ein IDE-Interface mitliefern. Die Brückenkarte hat also auf PC-Seite eine eigene Festplatte am Start und okkupiert nicht, wie es bei anderen Lösungen der Fall ist, einen Teil auf der Amiga-Festplatte. So, aber jetzt zum eigentlichen Problem. Bridgeboard läuft, Musik läuft. Wir sind jetzt auf Amiga-Seite und ich gebe hier jetzt mal einen recht einfachen Befehl ein, nämlich List. Und mit dem lasse ich mir den Inhalt des Systemverzeichnisses anzeigen. Was war denn das? Machen wir nochmal. Irgendwie komisch, oder? Also nochmal, komm. Ja, und das ist genau die Stelle, an der nun die Frage rausgeht an euch. Es besteht hier die Theorie, die ja sehr gut begründete Theorie von Blind German, an der Stelle schönen Gruß, dass das Ganze eben damit zusammenhängt, dass das BIOS der Golden Gates als Datei auf Amiga-Seite liegt. Und wenn da eben bestimmte Zugriffe kommen, dass es durchaus möglich ist, dass der Amiga die PC-Seite blockiert. Stimmt das? Weiß jemand was darüber? Gerüchte müssen wir nicht noch zusätzlich in die Welt setzen, aber wenn jemand fundiertes Wissen in diesem Zusammenhang hat, sehr, sehr gerne entweder in die Kommentare schreiben, damit es jeder sieht, oder wenn wir noch ein bisschen rumtüfteln müssen, gerne eine Mail an mich. yesterchips@web.de ist die Mailadresse.
Ja, und damit sind die Golden Gate Bridge Boards jetzt so ein bisschen zwielichtig. Denn wenn das früher auch passiert ist, dann muss man an der Stelle schon ein bisschen die Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte in Frage stellen. Denn für was habe ich zwei Systeme am Laufen? Ich habe auf der einen Seite meine Amiga-Seite, ja. Meine grafischen Fähigkeiten des Amiga. Jetzt mal angenommen, ich habe hier ein CAD-Programm laufen und lass mir da irgendwas rendern. Also lass mir den Amiga mal schaffen. Ich möchte aber gerne gleichzeitig auf der PC-Seite hier drüben ein großes Spreadsheet in Excel von mir aus neu durchrechnen lassen mit zigtausend Spalten. Dann stelle ich fest, wenn ich zurückkomme, die PC-Seite hat überhaupt nichts geschafft. In der Zeit, in der das Bild beim Amiga gerendert worden ist, lag der PC mehr oder weniger im Koma. Und das wäre natürlich damals aus produktiver Sicht ein ziemlicher Tiefschlag gewesen. Also, Schwarmwissen, wenn ihr was darüber wisst, gerne als Information hier unter dieses Video drunter. Oder aber natürlich, was mich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr hier im Jestertyps Heimcomputer- und Spielekonsolenmuseum in Heingrund mal aufschlagen würdet, hier auf diesem Stuhl Platz nehmen tätet und eben direkt an der Maschine vorführen könntet, an was das es denn nun liegt. Oder vielleicht habt ihr ja sogar eine Lösung für dieses ganze Problem, dass man eben Doom schön laufen lassen kann und gleichzeitig auch hier mal sich den Inhalt eines Verzeichnisses ungestraft anschauen kann. Das wäre es gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Adele, ciao und bye bye.